Sie runzelt die Stirn, ihr Gesicht verkittert das Pergament. Mal gucken. Sie runzelt die Stirn und ihr Gesicht legt sich in Falten wie zerknittertes Pergament. Also gut. Aus was für einem Sack bist du gekrochen? Sie murmelt. Höchstwahrscheinlich aus einem dieser armseligen, versplitterten Särge im Laden von Hemris. Davon bekommen Leichen Splitter, habe ich gehört. Sie schnüffelt. Das Jungchen ist nicht mal ein beschnittenes Kupferstück wert, seit der Vater tot ist. Ich bin auch nicht aus seinem Sarg gekrochen. Sie lächelt, wobei sie eine Reihe ungleichmäßiger Zähne freilegt. Also gut, Jungchen. Und aus was für einem Sarkophag bist du nun gekrochen? Sie hält inne und kichert vor sich hin. Ich mache nur Spaß, Jungchen. Nimm's nicht ernst. Du siehst allerdings aus wie ein aufgewärmte Tod. Wer ist dieser Hambus, den du erwähnt hast? Hambus ist ein Sarg-Kaputtmacher. Pardon, ein Sargmacher. Im unteren Bezirk hat den Laden geerbt, als sein Vater starb. Nicht gerade zum Vorteil der Leichen in Sigil, die einen Sarg, eine Krypta oder einen Grabstein brauchen. Was ist mit seinem Vater passiert? Sind deine Ohren nur Verzierung, Jungchen? Er ist gestorben, sie murmelt. Sein Sohn hat ihn wahrscheinlich ins Grab geredet. Die Zunge dieses Jungchens ist einfach nicht ruhig zu stellen. Bin überrascht, dass er sich nicht noch den Kopf von den Schultern runterredet. Das klingt, als hättet ihr beide viel gemeinsam. Witz, in so einem Sarg möchte ich ja nun nicht begraben sein. Kannst du mir einen anderen Ort empfehlen, wo ich mich hinlegen und sterben kann? Ja, sag mal. Sie bellt ein Lachen aus deinen Ohren. Sie bellt ein Lachen, das deine Ohren erschüttert. Ha! Nicht hier, es sei denn, du willst an Langeweile sterben. Ja, das kennen wir ja. Ich wollte dir vor allem ein paar Fragen über einige der Staubmenschen stellen. Ist ja nichts Schlimmes, an wen denkst du denn? Was kannst du mir über den Tod erwartend erzählen? Den Tod erwartend? Tsch, das Jungchen hat gerade mal halb so viel Intelligenz wie ein Esel. Der will tatsächlich sterben. Wo er noch so jung ist. Ich wünschte, der Tod würde seinen Käfig mal schütteln. Das würde ihm das ein oder andere beibringen. Kann ich dich nach ein paar anderen Staubmenschen fragen? Ich habe bei der Leichenhalle einen Schreiber getroffen. Dal, kennst du ihn? Tsch, Dal? Das war mein Lehrer in der philosophischen Kunst während meiner frühen Ausbildung in der Leichenhalle. Ein verkrusteter alter Narr. Hab gehört, dass er krank ist. Ich wette, der langweilt sich selbst den Tod zu Tode. Stirbt er? Tsch, der ist ein Kranker. Der ist kranker als ein scheckiger Hund. Für den ist nicht mehr viel Sand im Stundenglas. Kann ich dich nach ein paar anderen Staubmenschen fragen? Ich habe bei der Leichenhalle einen Führer getroffen. Soego, kennst du ihn? Dieses Jungchen war mal ein Stammkunde. Weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Vielleicht ist er ein bisschen von der Rolle, seit sein Freund gestorben ist. Erklär das mal. Einer seiner Freunde wurde vor ein paar Wochen im Stock getötet. Von Ratten zerrissen. Sie schüttelt den Kopf. Schmutzige Geschichte. Ist Soego schon immer ein Führer bei der Leichenhalle gewesen? Nein, nur die letzten paar Monate. Und zuletzt habe ich gehört, dass er auf irgendeine Mission losgeschickt wurde. Aber ich weiß nicht wohin. Ja, fragen wir dich mal weiter aus. Eine der Einbalsamierinnen in der Leichenhalle, Alvene, kennst du sie? Wer? Eine merkwürdige junge Frau. Sie sieht schlecht, ist fast taub und hat Krallen als Hände. Sere schüttelt den Kopf. Vielleicht ist sie ein Neuling. Ich habe noch nie von ihr gehört. Ich hätte noch andere Fragen. Ja, haben wir. Hast du in letzter Zeit ein Journal gesehen? Ich vermisse nämlich eins.
Wie sieht das denn aus? Keine Ahnung. Wenn du nicht weißt, wie es aussieht, wie willst du es dann finden? Das frage ich mich langsam auch. Ich hätte da noch ein paar andere Fragen. Ich suche einen Mann namens Farad. Hast du ihn gesehen? Sirris Stirn legt sich in Falten. Dieser Hund! Das ist der schlimmste von der ganzen Sammlerhorde. Ich habe gehört, dass er seine Absteige irgendwo am Lumpensammlerplatz hat. Viele Straßen westlich vom Tor der Leichenhalle. Gefährlicher Ort. Allerdings. Einige Sammler sind noch geduldig genug zu warten, bis die Leute sterben, damit sie sie für Klimper verkaufen können. Sammler? Das Ungeziefer, das sich aus den Eingeweiden des Stockes von Leichen ernährt, die sie den Staubmenschen verkauft. Die Tode sind ihrer Leichenunterhalt. Eine bunte Horde. Die Tode sind ihr Lebensunterhalt. Eine bunte Horde. Man schämt sich direkt, mit sowas in derselben Stadt zu wohnen. Sie seufzt. Tsch, wenigstens helfen sie, die Straßen sauber zu halten. Oh, ich hatte noch ein paar andere Fragen. Ich muss mich verabschieden, leb wohl. Ja, mehr hatte sie ja eh nicht zu sagen. Hier hätten wir noch, Mortai Grabensende. Staubmensch, Skelett, Zombie. Staubmensch. Mortai Grabensende. Ich bin weg. Na, die Zombies machen wieder komische Sachen. Dieser winzige, verschrumpelte Mann erscheint noch kleiner als in seiner riesigen Staubmenschenrobe. Sie sieht aus, als wäre sie extra ausgewählt worden, um seine kleine Statur zu verstecken. Obwohl man ihn locker auf Ende 90 schätzen würde, ist der Mann auch extrem energiegeladen. Er zappelt unaufhörlich herum und seine Augen wandern flink durch die Bar. Sei gegrüßt. Die Augen des Mannes glühen, als er dich abschätzend betrachtet, und er grüßt dich mit einem leichten Nicken. Sei gegrüßt, Reisender. Schön, dich zu treffen. Du siehst aus wie einer, der gerade seine Sigilbeine zusammenbekommt. Seine Stimme wird immer leiser. Entschuldige, haben wir uns schon mal getroffen? Dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Möglicherweise. Bist du dir sicher, dass ich es war? Vielleicht habe ich mich geirrt. Mortai schüttelt den Kopf. Tja, macht nichts. Wie kann Mortai Grabesende dir helfen? Suchst du... Er schnalzt beim Sprechen mit der Zunge. Vielleicht den Vertrag? Vertrag? Der Vertrag. Der Vertrag? Tja, das ist eine ganz simple Transaktion. Aus den Tiefen seiner Robe zieht Mortai ein staubiges Pergament und eine Schreibfeder. Ich gebe dir 50 einfache Kupfermünzen. Dafür hat der Bund der Staubmenschen nach deinem Tod ein Anrecht auf deine sterblichen Überreste. Er lächelt und schnalzt mit der Zunge. Was willst du mit ihnen dann schon noch anfangen? Was machen die Staubmenschen mit der Leiche? Mortai hält seine Hände hoch, als ob er es nicht wüsste. Was kümmert's dich? Kann dir doch sowieso egal sein, wenn du erstmal hinübergegangen bist. Es kümmert mich halt. Tja, wenn du es unbedingt wissen musst, oft passiert gar nichts mit der Leiche. Und dann haben wir die Staubmenschen all das schöne Geld verschwendet. Oder verschleudert. Narren, die wir sind. Mortai lächelt ein wenig. Und sieht dich dann entschuldigend an. Aber ganz selten müssen wir die Arbeiter in der Leichenhalle austauschen. Und dann haben wir eventuell Verwendung für deine Leiche. Du meinst, meine Leiche wird wiederbelebt und zur Arbeit in der Leichenhalle gesteckt. Das hört sich nicht gut an. Also gut, ich unterschreibe. Im Prinzip, wir stehen ja eh wieder von alleine auf, bevor die uns wieder erwecken können und laufen rum, schätze ich mal. Darum könnten wir das Angebot ja eigentlich annehmen und unsere Seele quasi verkaufen, beziehungsweise in diesem Fall unseren Körper.